Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Heute geht es wieder ran, dass wir unsere Welt um ein weiteres Haus erweitern. Und zwar so eine moderne Minecraft-Villa. Heute mal Luxus pur, was wir uns hier wieder gönnen wollen. Und wie man sich die natürlich wieder ganz einfach aufbauen kann, zeige ich dir. Von daher schnapp dir deine Blöcke und dann geht's los. Für unsere schöne Villa holen wir uns einfach mal heute wieder ein bisschen weißen Beton raus, hellgrau Beton, glatte Quarzstufen, polierte tiefer Schiefer Mauern, schwarzes Glas begleitet uns, abgezogenes Fichtenholz, davon bitte auch nochmal die Treppenform, Tür wie Zaun. So, wollen wir uns erstmal den Grundriss ziehen, daher nehmen wir unseren weißen Beton. Ich fange einfach mal vorne auf den Ecke an und jetzt setze ich mir jetzt eine gerade Reihe lang von 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcken. Lass mir einen Block mal frei für die Haustür vorne. Setz mal einen weiteren Block und jetzt wollen wir mal eine Seite, sag ich mal so, nach vorne ziehen. Ich fange jetzt hier auf der Seite einmal schon hinten einmal an und dann gehe ich nochmal 1, 2, 3 nach vorne, dass wir jetzt hier so einen Vierer haben. So, dann gehe ich hier wieder zur Seite einmal ab und setze mir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Blöcke einmal hin. Jetzt biegen wir einmal nach hinten weg und setze ich mir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Blöcke hin. Insgesamt haben wir jetzt hier eine Länge von 25 Blöcken. So, dann gehen wir einmal zur Rückseite. Rückseite brauchen wir ja nicht zählen. Die zieht ihr einfach genauso lang, wie wir das jetzt vorne haben. Und dann könnt ihr das hier auf der anderen Seite bis nach vorne wieder einmal zuziehen. Wunderbar. So, jetzt fliegen wir einmal auf die Rückseite von unserem Haus. Lass da bitte einmal 4 Blöcke Platz und dann setzen wir hinten nochmal einfach so einen Vierer hin. Das wird später, sage ich mal, eine Säule werden. Jetzt können wir einmal wieder auf die Vorderseite fliegen und wollen jetzt natürlich noch unsere Garage einmal vorzeichnen. So, ich fliege hier ganz vorne hin. Da setze ich mir jetzt erstmal 2 Blöcke noch einmal nach vorne hin und zur Seite. Da setzen wir aber nochmal 3 weitere Blöcke ran. So. Dann lassen wir 8 Blöcke einfach mal in der Mitte Platz und setzen auf der anderen Seite auch nochmal hier auf eine Breite von 2 und Länge von 3. Nochmal hier so einen Balken hin, das wird ja, sage ich mal, hier später unsere Garage sein. Dann können wir nochmal nach hinten gehen und da setzen wir nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blöcke ran. Dann können wir wieder zur Seite gehen, lassen dann einfach mal 2 Blöcke Platz und dann zieht ihr hier den Rest einfach zum Haus. So. Jetzt kommen wir natürlich noch einmal innen drin zu den Räumlichkeiten, die man sich hier abtrennen kann. Ihr könnt euch das natürlich später individuell immer noch selbst gestalten. Ich fange jetzt einfach mit der Vorderseite an. Jetzt lasse ich mir jetzt hier einmal mal 2 Blöcke Platz, einen Block hin. Obwohl wir könnten theoretisch gleich 3 Blöcke hier einmal hinsetzen. Denn zur rechten Seite setzen wir nochmal 3 weitere Blöcke. Die machen wir gleich auf eine 2er Dicke. Und zur anderen Seite setzen wir 4 Blöcke, auch eine 2er Dicke. So. Auf der linken Seite können wir nochmal nach hinten 1, 2, 3, 4, 5 weitere Blöcke gehen, 2 Blöcke Platz lassen und nochmal 1 zur Wand. So, auf der anderen Seite setze ich mir hinten nochmal einen weiteren Block ran, 1 zur Seite, 3 Blöcke Platz lassen und 2 Blöcke nochmal hin. So, Räumlichkeiten für unten erstmal soweit gezogen. Jetzt kommen wir dazu, sage ich mal, auch den Boden uns reinzuziehen. Das braucht ihr nur beim Haupthaus machen. Bei der Garage baut ihr den Boden einfach in den Boden rein, auf welcher Ebene ihr das jetzt schon habt. Ne, da könnt ihr das jetzt einfach mal austauschen. So, meine Garage hat allgemein jetzt, sage ich mal, hellgrauen Beton. Für die Wohneinheit könnt ihr natürlich jetzt andere Farben nehmen. Passt es euch schon mal, sage ich mal, an. Ich sag mal, hier vorne habe ich mir zum Beispiel eine Küche gemacht. Hier ist mein großes Wohnzimmer und das ist natürlich Flurbereich. Welche Bödenfarbe ihr da nehmt, ist ganz euch überlassen. Aber ich heiz jetzt einfach mal in Grau, denn für den Vorbau passt es ganz gut. Sobald du deinen Boden hier reingezogen hast, geht es weiter wieder mit unserem weißen Beton. So, wir fangen erstmal beim Haupthaus an. Hier wollen wir die Wände natürlich ein bisschen höher ziehen und zwar auf insgesamt 6 Blöcke. Die untere Ebene ziehen wir schon mal mit. Also 5 Blöcke nur noch aufsetzen. Zählen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5. So, ich werde mir natürlich jetzt das Haupthaus komplett auf 6 Blöcke hochziehen. Wir wollen aber natürlich die Garage nicht vergessen. Die wollen wir hinterherziehen. Die lassen wir aber nur auf 5 Blöcke. Das heißt insgesamt halt 5 Blöcke mit dem Boden mitgezählt. Also setzen wir noch 1, 2, 3, 4 Blöcke rauf. Wir wollen natürlich noch einmal schauen. Also hier 5 Blöcke und beim Haupthaus 6 Blöcke. Ne? Ganz klar. Na gut, Freunde, dann spuckt mal wieder einmal in die Hände und dann ziehen wir hier erstmal alles ganz geschmeidig wieder einmal nach oben. So, meine Freunde, meine Wände habe ich soweit fertig. Die Bögen über jeden Übergang könnt ihr, sag ich mal, auch auf so eine Dreierhöhe lassen. Das passt perfekt. Da könnt ihr auch gerne, wenn ihr möchte, noch ein paar Stufen untersetzen. Ob es jetzt Quarzstufen sind oder andere Farben. Ja, das kann wieder für sich entscheiden. So, aber bevor ich jetzt natürlich zur Decke und alles komme, fangen wir erstmal nochmal draußen einmal an. Und zwar möchte ich mir natürlich die Tür schon einmal reinsetzen auf der Vorderseite. Treppe hin, Tür rein. Dann haben wir das soweit. Fenster und so machen wir noch im Nachhinein. Bei der Garage hinten ist die Tür ein bisschen anders. Da machen wir die ein bisschen größer. Da kann man auch ruhig einen Baumstamm hinsetzen, wenn man möchte. Ansonsten auf der Treppe
und Tür einmal platzieren. So, die Garage ist relativ klein, die können wir eigentlich gleich einmal abschließen. Und zwar nimmst du hier nochmal einfach mal deinen Heckraumbeton. Und den wollen wir jetzt, sage ich mal, oben als Dach hier schon einmal mal platzieren. Den können wir hier einfach mal langziehen. Wenn wir das Dach drin haben, nimmst du auch gleich nochmal deine Quarzstufen. Und zwar kannst du draußen nochmal auf unserer Betonreihe nochmal eine weitere Ebene hier so langziehen, die einmal ringsrum geht. Und wir bleiben auch gleich noch bei den Stufen, fliegen auf die Vorderseite. Und zwar können wir noch unter dem Garagentor hier, zack, nochmal eine weitere Reihe langziehen. Jetzt ist die Frage, wie macht ihr euch das innen drin? Wir wollen ja hier später das Garagentor machen. Da würde ich sagen, können wir ruhig auf der Innenseite auch nochmal halt keine Blockreihe setzen, sondern hier nochmal eine Quarzstufenreihe. Ich setze mir ja dann hier in der Mitte natürlich mein Garagentor rein. Müsst ihr mal sehen, ob ihr jetzt, sag ich mal, eure Decke komplett hier mit Quarz ziehen wollt oder, sag ich mal, diesen Farbunterschied haben wollt, dass hier dann dieser graue Beton ist. Müsst ihr einfach entscheiden, wie ihr es machen wollt. So, aber wir kommen ja noch nicht dazu, sag ich mal, hier das Tor reinzuziehen. Fliegen jetzt einmal wieder zu unserem Häuschen an sich. Und zwar möchte ich mir natürlich hier meine Decke reinziehen. Die Deckenhöhe, sage ich mal, bei meinen Häusern ist immer 3, also 3 Blöcke und einen halben Block. Können wir mal gucken. 1, 2, 3 und der vierte, zack, halber Block. Na, da setzen wir einfach hier unsere Quarzstufen einmal hin. Und da haben wir wieder ein bisschen was zu tun. Das heißt, wieder einmal in die Hände spucken und dann, zack, ziehen wir hier erstmal unsere Decke rein. So, an der letzten Deckenreihe, die ziehe ich hier einmal nochmal zu. Wunderbar, jetzt wollen wir natürlich wieder zu kommen, einmal den weißen Beton zu nehmen, denn unser Haus müssen wir noch von draußen oben ein bisschen verfeinern. Und zwar fliegen wir auf die Vorderseite. Wir haben ja, sag ich mal, jetzt hier diese Ecke, wo wir ein bisschen reingehen. Da kannst du gerne jetzt darüber, gleich über der Tür, zwei Reihen nochmal von unseren Blöcken hier einmal komplett so lang ziehen, die hier so ein bisschen überstehen. Und dieses Spiel machen wir nochmal auf der Rückseite, damit das Haus, sag ich mal, ein bisschen gerade wird. Und zwar, wir haben hier hinten unsere eine Säule. So, die können wir jetzt einmal mit dem Haus verbinden, und zwar nur die oberen letzten zwei Blockreihen. Das ziehen wir dann nochmal komplett zur Seite, aber nicht weiter als jetzt hier unser Haus ist. Können wir ja auch nochmal die Blockreihen miteinander verbinden. Und dann haben wir jetzt die schöne Aufgabe, diese zwei Blockreihen komplett, ja, in der Mitte einmal auszufüllen. Haben wir jetzt hier hinten das einmal so fertig gezogen, geht es jetzt ran, dass wir natürlich schon oben das Ganze ein bisschen vorbereiten für die nächste Etage. Wir haben ja draußen, sage ich mal, so einen kleinen, ja, nicht wirklich kleine Terrasse, sondern eher mehr eine große Terrasse. Und wir gucken jetzt einfach mal von der Vorderseite. Und zwar auf der Vorderseite haben wir an sich vier Blöcke. So, das heißt, wir können jetzt hier den Boden, sage ich mal, vorne auf der Vorderseite auf vier Blöcke ausweiten. Aber natürlich nicht nur auf der Vorderseite, nein, auch auf der einen Seite, sage ich auf der linken Seite, machen wir das auch nochmal. Das heißt, wir ziehen hier einfach mal 1, 2, 3, 4 Blöcke. So, den können wir jetzt einfach mal komplett gerade bis nach hinten einmal durchziehen. Und bei der Rückseite wollen wir natürlich auch noch einmal zählen. Hier hast du jetzt aber nicht nur 4 Blöcke Platz, sondern insgesamt 11 Blöcke Platz. Zählen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, diese 11 Blöcke können wir hier hinten auf der Rückseite einmal komplett zuziehen. Tja, und dann wären wir schon so weit, sage ich mal, jetzt hier oben die Wand zu ziehen, wo denn später natürlich unser Wohnraum entsteht. Und zwar, wir lassen halt diese 4 Blöcke an der Seite immer noch so, wie sie sind. Da setzen wir jetzt hier einfach mal die Wand einmal hin. So, auf der anderen Seite auch. 4 Blöcke hier lassen und hier auch nochmal die Wand einmal so lang ziehen. Und auf der Rückseite natürlich die 11 Blöcke lassen und die Wand dann natürlich auch hier einmal so schräg dahinter lang ziehen. So, auf der anderen Seite, da lassen wir natürlich jetzt keinen Platz für eine Terrasse, da setzen wir einfach ganz stumpf die Wand einmal drauf. Und wir wollen natürlich jetzt auch diese Wände auf eine bestimmte Höhe ziehen und zwar auf, sagen wir mal, 5 Blöcke. So, den ziehen wir mit, also 1, 2, 3, 4, 5. So, diese 5 Blöcke können wir natürlich dann hier einmal zu jeder Seite lang ziehen. Wir wollen natürlich jetzt hier oben unser Dach nicht komplett, sag ich mal, oder unsere Wände hier komplett auf jeder Seite zuziehen. Denn auf der Rückseite haben wir ja so eine große Terrasse. Da möchte ich jetzt einfach mal so sagen. Wir fangen jetzt an der Wand einmal an. Und zwar setze ich mir jetzt hier immer im Wechsel eine Strebe und dann lasse ich mir wieder eine Blockreihe Platz. So. Diese Streben können wir jetzt einfach mal auf die gleiche Höhe ziehen, so wie wir jetzt an sich hier schon unsere Wände haben. So, die letzte Blockreihe könnt ihr natürlich dann hier miteinander verbinden. Und dann gehen wir jetzt einfach mal zur Seite und wollen uns so ein kleines Vordach ziehen von einer Länge von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke. So, 8er Block, dann einmal bitte wieder zur Wand hier einmal ziehen. Wunderbar. Die Mitte hier könnt ihr erstmal noch so freilassen, denn wir wollen jetzt hier oben dann einfach mal die letzte Blockebene mit unserem grauen Beton hier einmal zuziehen. Das ist natürlich unser Dach. So, mein Dach habe ich dann hiermit einmal ausgefüllt. Nehme wieder meine Stufen. Und zwar können wir natürlich hier wieder einmal ringsherum diese Quarzstufen lang ziehen, aber nicht nur, sag ich mal, hier am Rand wollen wir die uns platzieren, sondern auch, wenn wir, sag ich mal, hinten bei unserer Terrasse entfliegen,
Ihr könnt das gerne so lassen, wenn es euch optisch gefällt. Aber wenn es euch nicht optisch gefällt, könnt ihr, sage ich mal, hier bei zwischen den Streben hier unten jeweils eine Stufe hinsetzen und oben auch nochmal. Nur, dass wir oben komplett noch einmal das Ganze hier verkleiden, weil ich finde diesen Farbkontrast von Weiß und Grau, sage ich mal, von unten her nicht sehr schön. Daher übermale ich mir das nochmal hier mit einer Stufenreihe, so, dass man das hier gar nicht sieht. Ja, das sieht doch ein bisschen besser aus. Okay, so, jetzt haben wir an sich unser Gebäude soweit von draußen mit dem Beton fertig gebaut. Jetzt kommen wir zu den Feinheiten, das heißt, jetzt wollen wir die Fenster noch einsetzen. Wir könnten aber auch noch eine Sache machen, die geht eigentlich relativ fix. Und zwar setzen wir jetzt hier einfach an der Seite von unserer oberen Terrasse nochmal so eine kleine Befestigung mit Glasscheiben einmal lang, bis zur Rückseite. Okay, und dann fangen wir am besten jetzt für die Fenster, würde ich sagen, auf der Vorderseite, da geht es immer ganz gut. Ja, ist wenn nicht verkehrt, wenn wir auf der Vorderseite einfach mal anfangen. Und zwar neben der Tür. Da schlage ich mir jetzt einfach mal vier Blöcke an sich weg. So, Dreier Höhe, komplett bis nach oben. Ich setze mir jetzt einfach mal so Streben für meine Fenster von, also mit den Mauern einfach mal rein. Und dann können wir hier einfach unsere Glasscheiben einmal reinsetzen. Und dann sind wir auf der Vorderseite auch hiermit schon durch. Weiter geht es dann hier wieder auf der Seite. Hier machen wir, sag ich mal, ja nochmal ein kleines Fenster machen für ja, unsere Küche an sich. Können wir auch vier oder fünf Blöcke lang machen, wie man möchte. Können wir hier einmal an der Seite einzeln setzen. So, zack, zack. Unsere Mauern, Glasscheiben rein. Dann haben wir auch das nächste Fenster wieder fertig. Ihr könnt es euch auch verfeinern, wenn ihr sagt, nein, eine Strebe in der Mitte möchte ich nicht haben. Dann macht ihr nur an den Seiten. Ne, das geht auch. Wir fliegen dann einmal oben auf unsere Terrasse hin. Und zwar möchte ich mir hier gerne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke mal wegschlagen. So, machen wir auch mal wieder auf eine Dreierhöhe. Hm, da sehe ich gerade, wir müssen ja innen drin das hier noch ein bisschen machen. Ha, das haben wir jetzt alles zugebaut. Na, sowas. So, dann machen wir erstmal innen drin hier noch die Arbeit mal fertig. Das heißt, wir können hier erstmal unsere Mauern nochmal weghauen. So, nehmen wir nochmal einen weißen Beton. Und zwar muss ich unter unseren Wänden natürlich auch nochmal eine weitere Blockreihe hier platzieren. Das sieht immer ein bisschen besser aus, wenn wir das auch machen. So, Vorderseite auch nochmal. Wunderbar. Aber ich würde mal sagen, wir machen erstmal die Fenster rein, damit wir innen drin noch ein bisschen Licht haben. So, jedenfalls hier auf der vorderen Seite lasse ich jetzt einfach mal 7 Blöcke Platz. Meine Mauern setze ich mir wieder an der Seite hin und einmal in der Mitte. Glasscheiben wieder reinsetzen. Bei den Fenstern hier könnt ihr auch immer noch das Maß ändern, wenn ihr meint. Guck mal, jetzt hier an der Seite setze ich mir einfach nur so ein Dreierfenster einfach mal hin. Mauern. Ja gut, das kann man ausprobieren, wie man möchte. Entweder machst du auf beiden Seiten oder nur auf einer Seite die Mauer hin. Ne, da kann man sie ja austoben. So, hier vorne an der Ecke schlage ich mal die Ecke hier einmal weg auf 3 Blöcke. Und jeweils hier zur Seite geht nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawohl. Und zur anderen Seite auch nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, das kann ich hier einmal wieder weghauen. Und platziere auch wieder hier einmal meine Mauern rein. Ups, ich glaube, ich habe mich hier verzählt. Ich mache das mal auf 7 Blöcke hier an der Seite. Warum mache ich das jetzt auf 7 Blöcke? Weil ich hätte gerne immer so, sage ich mal, 2 Blöcke Abstand zu jeder Mauer. Das sieht ein bisschen besser aus denn. Und hier ganz vorne mache ich mir auch nochmal ein weiteres Fenster einfach mal rein. Oder was heißt Fenster? Hier könnte man einen Durchgang einfach mal machen. So, als Türen kann man immer noch, sage ich mal, so als Griff benutzen, so einen Zaunpfosten. Sieht immer gar nicht mal so verkehrt aus. Okay, dann sind wir jetzt innen drin so weit. Ne, jetzt haben wir Licht, jetzt können wir auch ein bisschen bauen. Uns hier oben natürlich dann auch nochmal auszutoben. So, ich nehme jetzt einfach mal einen weißen Beton und zwar jetzt setze ich jetzt einfach mal hier gleich an der Seite einmal so eine Strebe hin. Und zwar schlagen wir mal ein bisschen hier was weg von unserer Decke unten. Und zwar möchte ich mir später hier so eine Treppe hin basteln. Dann würde man sagen, die Treppe machen wir mal auf eine Dreierbreite. So, dann setze ich mir jetzt, würde ich sagen, ja, die Treppe hat an sich bei mir nicht eine Dreierbreite, aber an sich ist die Fläche hier auf 3. Lass mal hier so einen zweier Durchgang und dann hier auf der anderen Seite, zack, setze mir nochmal so eine kleine Abtrennung hin. Und das ist eigentlich alles, was wir hier brauchen. Und zwar als Wände macht ihr dann höchstens nur diese eine Trennwand. Die zieht ihr dann einmal bis ganz nach oben hin. Und den Rest könnt ihr dann ausführen, einfach mal mit euren hellgrauen Beton oder mit jedem anderen Boden, wie ihr möchtet. So, dann nehmen wir natürlich auch wieder hier einmal unsere Stufen und können hier oben die Decke noch einmal verkleiden damit. So, Decke drin. Was fehlt hier noch? Na, ich würde mal sagen, so eine kleine Abtrennung, dass man hier nicht immer runterfällt, ne? Bevor man hier bei der Treppe ist. So, mit Glas. Passt. Wunderbar. So, jetzt gehen wir nochmal raus und zwar habe ich mir noch gedacht, wir machen nochmal auf der einen Seite, wo natürlich jetzt hier diese fette Wand ist, nochmal ein Fenster rein. Und zwar würde ich mal sagen, so auf eine Länge von 7 Blöcken, sollte eigentlich ausreichen, setze ich mir nochmal einfach so ein Zweierfenster hier mal hin. So, Mauern hier wieder einmal platzieren. Jetzt haben wir jetzt hier 3, 7, zack, nochmal einen mehr. So,
Glasscheiben einmal dazwischen hinsetzen und dann ist auch dieses Fenster wieder einmal fertig. Und dann sind wir mit der oberen Etage eigentlich soweit durch. So, jetzt kommen wir natürlich nochmal zur Garage. Hier möchte ich mir auch gerne nochmal ein Fenster hinsetzen. Würde mal sagen, das machen wir auch mal so auf 5 Blöcke oder 6 Blöcke. Was haben wir jetzt hier? Ja, 5 Blöcke, das reicht eigentlich auch. Na, dann müsst ihr einfach mal schauen, wie ihr euch das mal macht mit den Mauern. Wenn ihr meint, so eine Strebe in der Mitte ist zu viel, dann macht ihr einfach nur an der Seite hin. Das geht auch. So, dann wollen wir natürlich jetzt auf der unteren Etage jetzt auch noch weitere Fenster uns hier einmal platzieren an der Seite. Ich fange gleich hier einmal an. Ich setze mir jetzt erstmal hier so ein Viererfenster einmal rein, immer so auf eine Dreierhöhe. Gleich daneben nochmal, sage ich mal, so ein kleines so auf eine Dreierbreite. Und dann mache ich mir nochmal eins auf eine Viererbreite hin. So, jetzt können wir uns wieder austoben mit unseren Mauern und Glasscheiben, wie wir uns die hier natürlich hier einmal platzieren möchten. Jetzt hier bei dieser Vierer-Ding, da mache ich mir, glaube ich, wieder sowas, dass man hier rauskommt. Weil ich habe mir gedacht, die kann man ja später noch Terrasse und alles vorne hinsetzen. Ne? Ich meine halt, wir haben halt diese Erhöhung von einem Block wegen dem Boden. Also da macht sich ganz gut, wenn man dann hier auch eine Terrasse sich später hinbaut. Na gut, kommen wir jetzt mal zur Rückseite. Ich lasse mir jetzt einfach mal an der Seite hier 5 Blöcke Platz. Dann setze ich mir hier wieder mal so einen kleinen hinteren Ausgang. Auch wieder auf 4 Blöcke, 3er Höhe. Und dann würde ich mal sagen, setze ich mir jetzt hier hinten nochmal, würde ich mal, na, 7 Blöcke mir Platz lassen. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Ich glaube, ich lasse jetzt auf der einen Seite 2. So. Kann man auch gern wieder auf eine 3er Höhe machen, wenn man möchte. Man kann es auch auf eine 2er Höhe machen. Na, da kommt drauf an, wie ihr da Lust habt. Und natürlich auf der Rückseite, genau wie an der Seite, ne? Hier könnt ihr auch gerne eine Terrasse euch hinsetzen. So, kommen wir noch zur letzten Seite. Hier lasse ich mir jetzt einfach mal an der Seite mal, würde ich mal sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke Platz. Dann schlage ich mir hier 4 Blöcke hin. Ne, auch wieder auf eine 2er Höhe einfach mal. Dann 3 Blöcke Platz lassen. Nochmal 4 Blöcke weg. So, 2er Höhe. Und dann sollte ich hier vorne nochmal 6 Blöcke haben. Ihr könnt die Fenster natürlich auch euch noch versetzen, wenn ihr möchtet. Wenn ihr meint, nein, das gefällt mir so nicht. Denn 2 nach links, 2 nach rechts. Tobt euch da einfach aus, wie ihr euch das halt machen wollt. Ne? Jetzt kommen wir schon langsam zum Abschluss des Häuschen. So, jetzt holen wir uns noch einfach mal Steinstufen oder steine Blöcke raus. Dafür nochmal die Treppen. Neritblöcke und grauer Beton finde ich ganz passend noch. Und Tageslichtsensoren, das sind an sich einfach nur unsere Solaranlage, die wir uns noch auf dem Dach platzieren möchten. So, geht's jetzt erstmal ran, würde ich mal sagen. Ach, machen wir erstmal die Garage fertig. So, da könnt ihr gerne gleich hier einmal eure Neritblöcke und grauen Betonblöcke einfach im Wechsel hier so platzieren. Dann habt ihr hier euer Garagentor schon fertig. Ich finde den Farbkontrast wegen, ja, weil das Haus halt weiß ist, ganz gar nicht mal so verkehrt. So, dann gehen wir mal auf die Vorderseite. Hier könnt ihr euch gerne, ja, wie ihr wollt, so eine kleine Terrasse bauen vorne. Oder ihr macht euch einfach nur ein paar Blöcke hin und Treppe und dann, ja, seid ihr eigentlich auch schon damit fertig. Ne? Da kann man sich ein bisschen austoben. Beispiel zeige ich ja da drüben, ne, wie man sich so ein bisschen machen könnte. So, jetzt gehen wir einmal rein ins Häuschen, denn wir müssen natürlich auch einmal ins nächste Stockwerk kommen. Das heißt, wir können uns hier noch eine Treppe hinsetzen. Kannst du einfach von oben anfangen, dir einfach hier dann so die Treppen zu nehmen. Und dann gehst du hier einfach so ganz normal runter damit. Bis du dann halt auf dem Boden ankommst. Auf dem Boden würde ich sagen, machen wir hier noch ein paar Stufen hin. Können die Stufen auch so nach vorne machen, dann passt das. Die Treppe immer bitte einmal verstärken. Das sieht immer besser aus, wenn ihr darunter dann auch nochmal eine weitere Treppenreihe hinsetzt. Ne? Dann sind wir hier auch fertig und man kommt dann ganz geschmeidig nach oben. Und wenn ihr euch natürlich euer Dach noch ein bisschen dekorieren wollt, ganz schick bei so modernen Häusern, sind immer Solaranlagen. Einfach ein paar Tageslichtsensoren nehmen, färbt die einfach nochmal kurz um, so, dann habt ihr die Solaranlage auch fertig und das könnt ihr euch ja verteilen, wie ihr wollt. Und das wäre denn schon die Villa. So, jetzt bleibt natürlich noch viel offen, zum Beispiel zum Design vom äußeren Bereich, wie man sich das halt so ein bisschen machen kann. Ne? Wir schauen uns einfach hier einmal kurz an. Wir gucken ja hier die Vorderseite an. Ich habe mir jetzt hier eigentlich alles so ein bisschen in, ja, sagen wir mal, der hat hier so einen ganzen Kies-Vorgarten sich gemacht, ein paar grüne Pflanzen und überall hin. Vielleicht, wenn ihr habt, ja auch ein bisschen Luxus euch mal gegönnt und so einen kleinen Wasserweg hier von der Garage zum Haus noch ein bisschen. Ne, kann man sich ja austoben, wenn man möchte. So, beispielsweise Terrasse oder, sage ich mal, vorne beim Haus so eine kleine Erhöhung, wie man natürlich reinkommt, kann man sich ja hier mit Stein einfach mal so ein bisschen vorformen. So, dann fliegen wir natürlich jetzt erstmal an die Seite hier so ein bisschen lang. Da kann man sich auch überall noch ein bisschen Grünzeug platzieren, wenn man freie Flächen nur hat. So, auf der Rückseite habe ich natürlich ein bisschen größere Terrasse mir hingebaut. Einfach mal noch mit Pool, ne, mit so einer kleinen Wasseranlage, dass hier alles auch immer schön sauber ist im Pool. Und auch hier, wenn man rauskommt, haben wir nochmal eine extra Erhöhung. Also man kommt raus, hat gleich hier die gleiche Ebene und dann geht es halt ein bisschen tiefer hier für den Pool und alles finde ich gar nicht mal so verkehrt. Ne, und überall kann man chillen. Hier haben wir überall so ein paar Sitzgelegenheiten, wo man halt einfach sich hier, ja, ein bisschen erholen kann. Gleiches Spiel hier auch nochmal an der Seite, wo ich auch nochmal
mir so eine kleine Erhöhung halt gebastelt habe. Die Form und so alles, oder ob man das dann komplett hier einmal an der Seite bis nach hinten durchzieht, kann man sich ja austoben, wie man möchte. Ne? Da bleibt halt die Fantasie offen. So, ich befinde mich hier hinten. Ich kann auch gleich einmal in die Garage kurz gehen. Also die Garage, ich glaube, dazu muss man nicht allzu viel sagen. Da kann man so ein bisschen was aufbewahren. Ein Werkzeug, pipapo, vielleicht noch ein paar Ersatzräder. Ne? Also ein bisschen Deko sollte ja jetzt schon sein. Bei der Haustür fangen wir natürlich gleich einmal vorne an. Da gehen wir natürlich bei der Haustür einmal rein. Ich glaube, so zum Haus von der Innenrichtung muss ich nicht mehr allzu viel sagen. Ihr kennt das ja so ein bisschen bei mir. Wir kommen natürlich hier einmal so rein. Hier haben wir natürlich dann einmal unsere schicke Küche. Von der Küche kommt man ins große Wohnzimmer einmal rein. Ne, ich habe mir gedacht, heute mal, oder ich habe nicht wirklich, sage ich, mein Haus gebaut, wo ich so einen richtig fetten Billardtisch habe. Und den wollte ich einfach mal drin haben. Kann ja sein, vielleicht ist der Bewohner hier auch ein bisschen sportlich. Der hat hier ein paar Hanteln mit bei und alles. Einen Enderdrachen hat er erlegt. So als kleine Trophäe liegt er hier einfach mal. Dann können wir natürlich einmal ins nächste obere Stockwerk gehen. Hier haben wir natürlich hier sein Schlafzimmer. Ist so alles ein bisschen offen gehalten. Noch so eine kleine Trophäe hier. Was hat er hier? Natürlich sein Computer, wo er ein bisschen Minecraft drauf spielen kann. Und dann haben wir auch noch ein weiteres Wohnzimmer hier. Das finde ich ganz gemütlich eigentlich mit diesen, also mit diesem Fenster hier, was so, sage ich mal, fast durchgehend hier ist. Ja, und dann kommt man natürlich hier einmal nochmal auf die obere Terrasse oder Balkon, wie man sehen möchte. Und dann haben wir auch nochmal Sitzgelegenheit. Wir haben sogar ein kleines Lagerfeuer hier. Oh, ganz gemütlich, ne? Und auch eine schöne Aussicht. Wir sind wieder am Ende des Videos angelangt. Jetzt kannst du natürlich deine Villa von draußen noch ein bisschen designen oder richte sie dir noch ein bisschen ein. Sonst findest du oben in der Infobox noch weitere tolle Videos oder abonniere den Kanal, dann verpasst du in Zukunft gar kein Video mehr. Ich bedanke mich dann wie immer fürs Zusehen, wünsche dir natürlich noch einen schönen Tag, bleib gesund, haut's rein und ciao.